live. Das Corona-Spezial. Die großen Interviews zur Corona-Krise. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live zur Corona-Krise. Ja, willkommen bei Fellner live und wir starten heute mit dem Bildungsminister Heinz Fassmann. Grüß Gott, Herr Minister. Grüß Gott. Herr Minister, heute war der erste Schultag, zumindest für die Maturanten. Haben Sie da schon erste Einblicke bekommen? Wie ist der denn gelaufen? Also ich habe noch keine umfassenden Einblicke. Ich selbst habe heute in der Früh eine Schule besucht, habe dort gesehen, wie alles hergerichtet worden ist. Infektionsmittel, die Tische wurden auseinandergestellt, die größten Klassenräume wurden verwendet, um dort die Maturanten aufzunehmen. Und ich habe auch die Maturanten schon gesehen und auch mit ihnen gesprochen und gesehen, sie kommen mit Respekt vor dieser neuen Situation in die Schule. Bin ganz optimistisch, dass das funktionieren wird. Und die Regeln werden Ihrer Meinung nach eingehalten von den Schülerinnen und Schülern? Weil da gab es ja doch Sorge, dass das vielleicht schwierig wird. Also ich kann keinen umfassenden Einblick geben, aber den Eindruck, den ich von dieser Schule gehabt habe, ist ein ausgezeichneter. Dort hat jeder einen Nasen-Mund-Schutz gehabt, ist mit Respekt vor der Situation miteinander umgegangen, hat Distanz eingehalten, ist sehr gesittet über die Schulstiege zur Klasse gegangen. Also wie gesagt, man hat schon, glaube ich, begriffen, dass wir hier in einer außergewöhnlichen Zeit leben. Jetzt gab es ja die große Herausforderung, auch die ganzen Schulen mit Desinfektionsmittel und den nötigen Hygieneunterlagen auszustatten. Ist das jetzt mittlerweile passiert? Gibt es das flächendeckend in allen Schulen oder gibt es hier teilweise noch Engpässe? Also meines Wissens ist das flächendeckend passiert. Dort, wo keine entsprechenden Waschanlagen zur Verfügung stehen, haben wir Desinfektionsmittel bringen lassen. Also die Möglichkeit der Handhygiene ist gegeben. Die Distanz, glaube ich, wird auch eingehalten, aber kann mich klarerweise nicht für jede Schule in jedem Teil des Landes verbürgen. Aber mein Eindruck ist, dass das gut funktionieren wird. Wird die Matura jetzt eigentlich heuer einfacher werden? Weil das wurde ja immer wieder angedeutet. Jetzt geht's los für die Maturanten. Wie schaut's aus? Wird sie leichter werden als in den Vorjahren? Ja, Herr Fellner, da müssen Sie die Maturanten fragen. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung, ob man es leicht oder schwer empfindet. Wir haben von den Regeln her, glaube ich, die Matura der Situation angepasst. Wir haben ja nicht mehr so unglaublich lange Zeit und haben hier bestimmte Verkürzungen vorgenommen, die aber, glaube ich, nicht die qualitative Substanz einer Matura gefährden. Jetzt sind die Maturanten heute, wie gesagt, in die Schulen gekommen. Dann am 18. Mai starten dann ja die Volksschüler und die Schüler der Unterstufen. Die werden eingeteilt nach 2 Tagen und 3 Tagen. Jetzt gibt es bei vielen Eltern schon Ärger, weil die sagen, naja, ein Kind ist in der einen Schule, das hat dann Montag, Dienstag, Mittwoch Schule, das andere ist in der anderen Schule, das hat dann Donnerstag, Freitag Schule. Verstehen Sie diesen Unmut und sehen Sie da eine Möglichkeit, diesen Eltern auch irgendwie entgegenzukommen? Also ich verstehe den Unmut, wenn das der Fall ist. Da bitte ich ganz einfach, dass die Eltern mit den jeweiligen Direktionen Kontakt aufnehmen, dass die Kinder einer Familie, eines Haushaltes parallel behandelt werden. Und wenn die Eltern das Gefühl haben, das fruchtet nichts, dann bitte ich sie, auch unser Bürgerservice zu kontaktieren. Das würde ich schon als angemessen erachten, dass wir in der Zeit das Leben der Eltern nicht erschweren, sondern eher erleichtern. Zahlt sich dieser Aufwand eigentlich aus? Weil es ist ja doch, muss man sagen, ein ziemlicher Aufwand, der da jetzt besteht, von der Anschaffung der Desinfektionsmittel begonnen bis hin zu den Hygienehandbüchern. Im Endeffekt sind es, glaube ich, netto rund 15 Tage, die die Schüler wirklich in den Schulen sind, aufgrund dieser neuen 3-Tage-2-Tage-Regelung. Ist das wirklich angemessen? Herr Fellner, ganz sicherlich, das ist angemessen. Denn die Alternative wäre ja, wir sehen uns im Herbst wieder. Schüler und Schülerinnen hätten dann, wenn sie so wollen, 5 Monate keinen schulischen Unterricht.
Und die Schüler selbst wollen das auch. Sie wollen einander begegnen, Erfahrungen austauschen. Sie wollen ein Schuljahr ordnungsgemäß auch abschließen. Das ist etwas, was in der menschlichen Natur auch liegt, etwas fertigzustellen. Es ist ganz berechtigt, was wir gemacht haben. Und jetzt gab es auch ein bisschen Verwirrung, ob man der Schule jetzt fernbleiben darf oder nicht, wenn man Angst hat vor dem Coronavirus. Wenn man ja einer Hochrisikogruppe oder einer Risikogruppe angehört, beziehungsweise in seinem verwandten Umfeld so eine hat, mit dem man zusammenlebt, dann darf man ja fernbleiben. Aber was ist, wenn die Eltern Angst haben, ihr Kind in die Schule zu geben, aus Angst vor einer Corona-Erkrankung? Gilt das dann als entschuldigt? Darf das Kind dann zu Hause Homeschooling machen? Ja, das haben wir eindeutig festgelegt. Wenn berechtigterweise hier Ängste entstehen, aber auch ganz objektiv eben die Gefahr ist, dass eine mögliche Infektion in das Elternhaus getragen wird und dort sind dann vielleicht Personen, die einer Risikogruppe angehören, dann gilt das Kind als entschuldigt, muss aber von sich aus den Stoff nachlernen und parallel zum Unterricht auch die entsprechende Mitarbeit zeigen. Homeschooling wird es keines geben, weil das kann man auch von den Lehrern nicht verlangen, in der Schule Präsenzlehre zu machen und gleichzeitig auch noch Schüler über Distance Learning zu betreuen. Jetzt gab es ebenfalls auch ein bisschen Aufregung um die Fenstertage-Regelung. Die Lehrergewerkschaft wollte ursprünglich frei haben. Gibt es da jetzt mittlerweile eine Lösung? Ja, wir haben hier eine Einigung erzielt, wenn Sie so wollen, ganz im sozialpartnerschaftlichen Sinn und in der Tradition Österreichs. Diese Fenstertage werden als Unterrichtstage stattfinden. Entsprechende Verordnungen der Bildungsdirektionen werden neu formuliert. Sie haben vorher gesprochen, Herr Fellner, von der geringen Nettoanzahl der Tage, die uns verbleiben. Und weil ich auch Ihrer Meinung bin, wir sollten die Tage nützen, die uns noch zur Verfügung stehen, habe ich diese Maßnahme erlassen. Verstehen Sie die Kritik der Lehrergewerkschaft eigentlich oder halten Sie das für nicht angemessen, eben weil es eh nur so wenig Tage sind? Ach, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Ich glaube, die Gewerkschaft hat auch bemerkt, dass wir hier in außergewöhnlichen Zeiten leben, mit 1 Million Kurzarbeit, 600.000 Arbeitslose, dass es jetzt hier nicht um einen Beharrstandpunkt geht, einen Zwickeltag, einen Fenstertag vielleicht als schulfrei zu betrachten. Wird es hier eigentlich einen Bonus geben für die Lehrer für Mehraufwand? Viele Lehrer sagen ja, sie hatten Mehraufwand schon während dem Homeschooling, aber jetzt auch aufgrund der Vorbereitung eben auf diese sehr besondere Situation. Haben Sie da etwas angedacht? Nein, es ist eine besondere Situation, die die Lehrer und Lehrerinnen hier geleistet haben. Ich habe mich mehrmals bedankt, auch mehrmals meine Wertschätzung zum Ausdruck verliehen. Ich glaube auch, das Image der Lehrer und Lehrerinnen in Österreich ist in den vergangenen Wochen ganz deutlich gestiegen, weil sie eben Flexibilität gezeigt haben. Also das ist, glaube ich, eine Sache und auch eine Lehre, die wir aus den letzten Wochen ziehen können. Glauben Sie eigentlich, dass es im September möglich sein wird, wieder zu einem unter Anführungszeichen normalen Unterricht zu kommen, wie man ihn vor Corona kannte? Oder glauben Sie eher, dass man diese Form des Unterrichts auch noch im Herbst so weiterführen wird? Schwierige Frage. Wir peilen klarerweise einen normalen Schulstart im Herbst an, auch in der normalen, traditionellen Art und Weise, wie Schule stattfindet. Aber letztlich steht es unter der Prämisse, wie sieht die Infektionslage im Herbst aus? Wenn sie so ist wie jetzt, mit niedrigen Infektionszahlen und einer Beherrschung der Pandemie im nationalen Kontext, dann bin ich sehr optimistisch, dass das stattfinden kann. Aber ich habe die Betrachtung und sehe auch die Möglichkeit einer zweiten Welle. Und da müssen wir sicherlich darauf reagieren und entsprechend die Schule auch wieder verändern. Und jetzt noch zu dieser Summer School, die Sie angesprochen haben vor rund 14 Tagen. Gibt es da jetzt schon konkretere Überlegungen, zum Beispiel, ob die verpflichtend sein wird für die Schülerinnen und Schüler, zumindest für einen Teil von ihnen?
Sie sind ein guter Journalist, Herr Fellner, und Sie fragen mich Dinge, die sicherlich von größerem Interesse sind. Aber ich muss leider dabei bleiben, ich veröffentliche das gesamte Konzept, wenn es insgesamt steht. Und wir haben noch nicht alle Fragen klären können. Wann wird das soweit sein? Definitiv vor dem Sommer, in den nächsten Wochen sind wir soweit. Aber es gibt Überlegungen, hört man aus dem Bildungsministerium, dass es zumindest für einen Teil der Schüler verpflichtend sein soll. Können Sie das bestätigen? Ich verweise auf meine Antwort, die ich gerade gegeben habe. Wenn alles fertig ist und das Konzept steht, werde ich es veröffentlichen und die entsprechenden Fragen auch beantworten. Okay, und abschließend noch, Sie haben heute eine neue zweite Dunkelzifferstudie präsentiert. Da gibt es jetzt nur noch eine infizierte Person bei 1432 Tests, die durchgeführt wurden. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wie interpretieren Sie denn diese Ergebnisse? Ja, Sie haben das richtig dargestellt. Heute habe ich gleichsam als Forschungsminister die Ergebnisse dieser zweiten Prävalenzstudie vorgestellt, die von Statistik Austria durchgeführt worden ist. Es zeigt sich hier auch, dass die Prävalenz deutlich gesunken ist. Wir hatten bei der ersten Untersuchung, die von SORA durchgeführt wurde, noch eine Prävalenz von 0,33 und jetzt haben wir eine Prävalenz von 0,05. Das ist ausgesprochen gering. Wir haben aber auch bei dieser Studie durchgeführt, wie viele Menschen haben schon in ausgesuchten Gemeinden Antikörper entwickelt, haben also schon eine Infektion erfahren. Und wir haben jene Gemeinden ausgesucht, die als gleichsam Hotspot-Gemeinden gelten. Und hier ist das zweite wichtige Ergebnis, weniger als 5%, 4,7% hatten schon eine Infektion, bei manchen bemerkt, bei manchen unbemerkt. Und das ist ein sehr wesentliches Ergebnis, weil alles das, was angedacht wurde, eine Infektion kann gebremst werden durch einen hohen Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist nicht real angesichts dieses geringen Immunisierungsgrades von unter 5%. Jetzt hat der Bundeskanzler heute in einem Interview mit einer Schweizer Tageszeitung vor einer zweiten Welle auch gewarnt. Wenn Sie jetzt auch diese Ergebnisse der Studie vor sich liegen haben, beziehungsweise die jetzt da sind, wie hoch oder wie gefährlich sehen Sie denn da eine zweite Welle? Ja, die Frage der zweiten Welle haben wir in dieser Studie nicht analysiert. Aber es gibt viele Virologen, die sagen, es ist nicht unwahrscheinlich. Über den Sommer können wir ganz gut kommen, weil die Distanz einzuhalten, ist leichter möglich im öffentlichen Raum. Wenn wir dann wieder zurückkehren, gleichsam in geschlossene Räumlichkeiten, dann kann die Gefahr steigen, dass Infektionsketten wieder in Gang gesetzt werden. Also die zweite Welle ist nicht vom Tisch zu wischen. Wir haben keinen Automatismus, dass diese verhindert wird, siehe Immunisierungsgrad. Und wir haben leider auch noch keine Therapeutika oder keine Impfstoffe, die dies verhindern könnten. Also Aufmerksamkeit, glaube ich, ist weiterhin ein Gebot der Stunde. Wird es eigentlich weitere Studien geben oder war das jetzt einmal die vorläufig letzte? Nein, wir haben eine dritte Welle. Die dritte Welle wird ähnlich sein wie die zweite Untersuchung. Die wird in der zweiten Maihälfte stattfinden, auch um zu untersuchen, ob das schrittweise Öffnen des öffentlichen Lebens Auswirkungen auf die Infektionslage, auf die Prävalenz hat, aber vielleicht auch auf den Immunisierungsgrad. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns und schöne Grüße ins Bundeskanzleramt. Dankeschön auch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter bei uns bei Fellner Live. Dann ist der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz gleich bei mir zu Gast. Der hat heute eine Petition präsentiert und zwar geht es da gegen die Maßnahmen, die von Seiten der Bundesregierung gesetzt wurden. Die FPÖ fordert viel weitläufigere Lockerungen und auch viel schnellere Lockerungen. Was genau er da fordert, wird er uns gleich erklären. Wie gesagt, kurze Werbepause und dann ist FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz gleich bei mir zu Gast.